Ja, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen bei der guten Keramik und stellvertretend gewissermaßen auch für die Academy of Ceramics Gmunden. Also eine Gründung, die wir im vergangenen Jahr geleistet haben. Und zwar nicht am Anfang haben wir gedacht, es wird möglicherweise so ein Saisonbetrieb, so etwas typisch Salzkammergutlerisches. Und da war aber der Zuspruch so hoch, also wir haben im vergangenen Jahr, also im Sommer haben wir gehabt, also ich glaube bis zum Oktober haben wir gehabt, dass über 10.000 Besucher im Juni oder Juli weg, glaube ich. Und das hat uns dann also ermutigt und dann haben wir die Ausstellung etwas verlängert und dann haben wir gesehen, da kommen ja immer noch Leute. Und dann haben wir beschlossen, also nein, wir werden irgendwie einen ganzen Jahresbetrieb machen. Und das kann ich jetzt auch so ankündigen und wir gehen davon aus, dass wir dreimal im Jahr die Ausstellung wechseln. Und daneben halt auch ein intensives Rahmenprogramm haben. Und klar, wir wissen das, wenn wir im Sommer so eine Veranstaltung machen wie heute, dann haben wir, das haben wir schon gesehen, dann sind wir halt dann irgendwie sind wir 40, 50. Und wenn man es natürlich in einer Zeit wie der macht, also noch um 16 oder um 17 Uhr, dann hat man halt einfach 20 oder 25, also Interessierte. Aber das ist uns wichtig, weil es geht uns darum, auch das interessierte Publikum auch zu erreichen. Wie wird es also vom Ausstellungsbetrieb also ablaufen? Was wird passieren? Also wir haben jetzt also die sogenannte Winterausstellung. Die Winterausstellung, also wird immer etwas aus der Sammlung der Gmundner Keramik zeigen, des Unternehmens, etwas aus unserer Sammlung, aus dem Museum und auf der anderen Seite ein paar Relikte aus der laufenden Academy-Saison von den Artists in Residenz, so wie wir jetzt haben. Das sind also eigentlich nahezu also jeder Künstler, jede Künstlerin, die auch im Sommer da war, sind noch immer mit ein paar Arbeiten vertreten. Und dann kurz vor Ostern bauen wir das Ganze noch einmal um. Da wird dann also ein Schwerpunkt sein, also auch einmal mehr wiederum aus den Sammlungen wird ihm etwas sein. Und das, was ich jetzt schon ankündigen kann, also das Sahnprojekt geht weiter. Wir haben also gerade heute ist eine Mitarbeiterin von uns und eine Mitarbeiterin der Gmundner Keramik also in Windhoek angekommen. Und morgen beginnen bereits die Workshops. Also wir haben die Sahn, also das sind Bushmen, also an der Grenze zu Namibia, wir haben einfach gefragt, ob sie Interesse haben, sich künstlerisch zu betätigen und ob sie auch Interesse haben daran, also so ein Trainingsprogramm zu durchlaufen. Und dann haben sie 200 gemeldet, dort leben 202 Personen, glaube ich, 200 haben sich gemeldet. Und dann haben wir so ein, und dann, dass da ja alles sehr demokratisch sein muss, haben die gesagt, wir müssen das so machen, weil das ist natürlich klar, es können nicht 202 Menschen, also diesen Workshop, 200 Menschen diesen Workshop machen, sondern wir müssen irgendwie einen Auswahlprozess machen. Und dann haben sie Blätter verteilt und dann haben sie gezeichnet. Und ich würde sagen, das waren wahrscheinlich 90% von diesen Menschen haben noch nie gezeichnet. Ja, weil die haben keine Schule, es gibt dort keine Schule, es gibt dort keine Ausbildung. Sie wissen halt mit dem Stift vielleicht ein bisschen umzugehen und die haben gezeichnet. Und sie haben gesagt, und dann muss es aber einen Auswahlprozess geben und das müssen wir machen. Also wir suchen dann aus, wen aus. Wir haben das bekommen. Also der Clan Chief hat mir diese Images geschickt. Da muss er natürlich weit in die Stadt fahren. Das sind ungefähr 4 Stunden, bis er in die nächste Siedlung kommt, wo er Internet ist. Und dann hat er mir das gemailt und dann haben wir uns das angeschaut. Und dann haben wir also 25, ich sage jetzt wirklich Künstlerinnen, haben wir also ausgewählt. Und die durchlaufen halt jetzt also 2 Workshops. Also der eine beginnt also am Areal der Lodge, der Gmundner Lodge, also in der Nähe von Windhoek, der beginnt übermorgen, also morgen werden die abgeholt. Dann wird der 3 Tage der Workshop, wobei der Workshop, die Idee, die wir jetzt haben, ist, also, dass wir in der Malerei gut sind, dass die in der Malerei gut sind, das wissen wir schon. Also, da geht es jetzt eigentlich nur darum, noch ein paar mehr Menschen also heranzubilden und heranzuführen an diese Art auch der Malerei. Aber es geht also im Wesentlichen geht's uns darum, dass die Leute auch mit Ton formen. Das war auch etwas, was für die Gmundner Keramik, was aus der Vergangenheit ja immer wichtig war. Also es gibt niemanden Berufsverein, wahrscheinlich aus dem Reinhard Franz, aus dem MAG, ein Kollege von uns, der auch diese Sammlung also Keramik also auch im MAG betreut und das also auch im wissenschaftlichen Bereich wahrscheinlich also die Person, die das am allerbesten einschätzen kann. Aber auch, wir wollen diese Tradition, die es hier auch in Gmunden gegeben hat und vor allem auch in der Gmundner Keramik, wollen wir irgendwie weiterleben lassen. Und so versuchen wir jetzt, also diese Menschen an das Formen heranzuführen. Es werden also mal kleine Dinge sein. Übermorgen geht es also in den Busch. Und da gehen sie mal und schauen, also gibt es Käfer, gibt es Blätter, gibt es Pflanzen. Und die versuchen sie dreidimensional umzusetzen. Und wir glauben, dass es gut funktionieren kann, aus einem Grund, weil die natürlich keine 2D-Welt kennen, wie wir.
Weil wir sind das gewohnt, wir kennen das auch, wir haben ein Mobiltelefon, das ist eigentlich auch der zweite D-Welt, also wir, unsere Schulbücher, unsere Zeitungen, alles ist ja 2D aufgebaut. Die leben aber in einer 3D-Welt, und zwar nur in einer 3D-Welt. Und das ist also spannend zu sehen, also für uns zu sehen, ob das auch tatsächlich funktioniert. Und es ist auch eine Mitarbeiterin der Gmundner Keramik, also einige kennen sie ja, die Steffi, die auch hier so ganz intensiv eingebunden ist, ist auch dort jetzt und die macht gemeinsam mit einer Kunstvermittlerin von uns jetzt diesen Workshop. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Experiment und ich gehe davon aus, dass wir da bald, also in einigen Tagen, also spannende Ergebnisse haben. Das sind zwei Gruppen, also 3 Tage kommt das, kommen also 12, 13 Leute kommen also die ersten 3 Tage, dann gibt es einen Austausch, weil das ist ja eine Tagesreise dorthin an die Grenze und dann wieder eine Tagesreise zurück. Und da gibt es nochmal 3 Tage für die zweite Partie und dann schauen wir, was rauskommt. Das und das Ergebnis wollen wir jetzt hier in diesem Ausstellungsraum, also das wird immer so der Bereich dieses SAN-Projektes sein, werden wir zeigen. Also das heißt, da wird dann also in wenigen Monaten, wird man sehen, was haben die Leute, die morgen oder übermorgen also in Windhoek, also in der Lodge beginnen, was haben die gemacht und was haben wir zu Wege gebracht. Das ist auch für uns super spannend, also im Bereich der Kunstvermittlung zu schauen, wie gibt es ein neues Format, also entsteht da was oder machen wir irgendwas falsch? Weil Kunstvermittlung ist immer noch leider in den Museen sehr konservativ aufgebaut. Wir glauben, es gibt neue Zugänge, aber da muss man halt auch die Komfortzone verlassen. Das müssen sie jetzt, weil dort sind sie nicht, auch wenn es geht nach Lodge. Und wenn sie so ein bisschen gegoogelt haben und sie vielleicht wissen, was das ist, also das ist wirklich also ein Top-Luxus-Segment. Aber wir haben dort ein, also nicht wir, sondern Markus Friesacher hat dort ein Studiohaus gebaut für unser Projekt und dieses Studiohaus ist auch also in den letzten Tagen auch fertig geworden. Und daher können wir jetzt auch nicht nur so Workshops machen, sondern wir können dort auch also KünstlerInnen, die einen Oberösterreich-Bezug haben, das ist uns irgendwie wichtig, der Bezug ist schon in Ordnung, also wenn man in Oberösterreich geboren ist, wäre es perfekt, aber wir akzeptieren auch also eine universitäre Ausbildung an der Kunst ohne Linz zum Beispiel, ist das schon okay. Oder man heiratet einen Oberösterreicher, solche Dinge machen einen sofort zum Oberösterreicher und damit das auch zu einem möglichen also Absolventen unseres Programms in Namibia. Das ist aber nicht nur ein Kunstprogramm, sondern auch also ein Biologieprogramm. Wir haben ja eine große naturwissenschaftliche Abteilung mit vielen Mitarbeitern und Zoologen, Biologen, Geologen, also alles dabei. Und für die ist nämlich Namibia also ganz besonders spannend, weil sie sagen, das ist das, was uns erwartet. Durch diese Klimaerwärmung, das ist ja nicht aufhaltbar im Grunde genommen, dort haben wir schon diese Temperaturen auch auf der Höhe, weil Namibia nämlich nicht nur ein Land ist, das ein ganz flaches am Meer ist, also Seehöhe Null, sondern da geht es ja rauf auf etwa 1700, 1800 Meter und dadurch also kann man da sehr, sehr viel in Erfahrung bringen. Zudem haben wir also in unserer Sammlung, ich wusste selbst, wie ich gekommen bin, ein großer Schwerpunkt von unseren Objekten, die wir haben, also in der Naturwissenschaft, stammt aus Afrika. Wir haben da also einen Schwerpunkt und so gesehen trifft sich, das ist ein perfektes Match. Also wir haben die Möglichkeit, KünstlerInnen dorthin zu schicken, die dort arbeiten. Wir haben die Möglichkeit, dass die auch KünstlerInnen haben die Möglichkeit, auch also mit den SAN zu arbeiten. Unsere Kunstvermittler haben die Möglichkeit, etwas zu machen. Wir werden also in 2 Jahren eine sehr, sehr große Ausstellung machen, also mit Kunst der SAN. Nicht nur Keramik, sondern da wird es auch also Malerei geben und auch also andere Arten der Kunst, also die dort produziert werden. Aber nicht nur in Namibia, sondern unser Schwerpunkt ist es natürlich ist in Namibia durch diesen Standort der Gmundner Keramik. Es wird sein in Botswana und es wird also ein Teil von Südafrika sein. Und damit decken wir eigentlich das ganze Gebiet der SAN ab. Und es ist nicht ein Projekt, das in dem es um Cash geht. Ja, das ist ein Cash, den wir ausgeben, das ist richtig. Da geht es überhaupt nicht darum, etwas zu verdienen, sondern es geht einfach, es ist eine Kunst, das ist ein Art- und Aid-Programm. Es geht uns darum, dass wir den Menschen dort helfen können. Mit dem Kunstprojekt geht es, weil die Kunst derzeit die einzige Ertragsmöglichkeit für die Leute, die dort leben, ist, es gibt keine andere Möglichkeit. Also das ist ein Stamm, das sind Jäger und die sind vor etwa 25 Jahren hat man die in so einem Resettlement-Programm an die Grenzen verlagert, weil man irgendwie gesehen hat, die kommen irgendwie mit der Gesellschaft nicht klar. Also Botswana, Südafrika und also Namibia. Das ist dort überall dasselbe passiert und dann hat man die eigentlich weggeschoben, so weit wie möglich weg. Wirklich in die Kalahari, in den Busch, dort leben die mehr schlecht als recht. Und unterstützt die so etwas. Da gibt es so, ja, so einmal im Monat kommt ein kleiner Losband, der bringt ein bisschen Essen vorbei, was natürlich niemals reicht. Die Sterblichkeitsrate ist sehr, sehr hoch, also die Leute werden dort etwa 35 Jahre alt, damit man so ein bisschen eine Idee kriegt.
Und ich glaube, dass durch dieses also Art und Aid-Projekt, also von uns, von der Academy, von unserer Institution, genauso wie der Gmundner Keramik, dass wir da wirklich einen Beitrag leisten können. Weil die Kunst, die dort entsteht, das ist auch ein Fair-Pay-System. Alles, was dort produziert wird, also auch der Workshop, das ist zwar so eine Lernphase, dann kriegen die, jeder kriegt das ein Stipend, also jeder kriegt das ein Geld, auch für die Teilnahme. Und wenn Kunstwerke entstehen, dann werden die Kunstwerke auch bezahlt. Das ist nicht abgedeckt durch einen Pauschalbetrag, sondern jedes, also alles, was Sie da sehen, auch in dem nächsten Raum, ist wirklich fair bezahlt worden. Und zwar wirklich nicht ausgenutzt. Das, da, die Preise sind also da, das sind ungefähr fünfmal so hoch, also wie sie normal sind. Das war auch dem Markus Friesacher wahnsinnig wichtig. Und so, jetzt habe ich eh schon zu viel geredet, aber wie weiß ich wichtig, dass ich eine Idee kriegen, was passiert. Und im Sommer natürlich der neuerliche Umbau, also im Juni, ich kann schon ankündigen, wir werden drei. Also wir haben uns einen Länderschwerpunkt, das haben wir überlegt, also mit der Frau Rückert und der Frau Schreck haben wir gesagt, was könnten wir machen, auch wir haben uns dann darüber unterhalten und gesagt, es ist gut, einen Länderschwerpunkt zu machen. Nächstes Jahr haben wir drei, also nächstes Jahr, also im Sommer haben wir drei südafrikanische Keramikkünstler da. Das sind die Top-Stars aus dem südlichen Afrika, die hierher kommen, in der Gmundner Keramik, also produzieren. Für zwei Monate haben wir die eingeladen. Es wird dann auch noch also zwei oder drei also internationale, also aus, Gäste geben aus anderen Ländern. Fixstarter ist ein Platz aus Taiwan. Also wir haben eine Kooperation, gegen gerade eine Kooperation. Der Vertrag ist schon unterwegs, also mit dem wichtigsten Keramikmuseum der Welt, das sich halt mit Keramik und Kunst auseinandersetzt, aus Taipei. Und mit denen haben wir auch beschlossen, also ein Austauschprogramm zu machen. Es wird heuer schon eine Künstlerin aus Taiwan zu uns kommen. Und umgekehrt haben wir auch wieder die Möglichkeit, also eine Künstlerin oder ein Künstler aus Oberösterreich nach Taiwan zu schicken. Das wird einmal im Jahr stattfinden. Und auch das, was dort entsteht, oder eben dann von den taiwanesischen Künstlern, also hier entsteht, wird dann auch also hier in diesem Raum zu sehen sein. Und so hat also eigentlich ist es hier, es ist kein Museum, das war auch nie die Absicht, sondern das ist ein Platz, in dem die Keramik oder die keramische Kunst eine Heimstatt hat. Und das Wichtigste ist, dass es also immer wieder auch ausgetauscht wird, dass es sich auch immer wieder verändert. Daher mindestens dreimal im Jahr wird das Ganze hier also auch umgebaut. Und es macht wirklich Sinn, also immer wieder zu kommen und die Besucherzahlen, die wir auch jetzt noch haben, also das zeigt das auch. Also in der Zwischenzeit, also ich habe mir das nie gedacht, dass es so schnell läuft. Ich habe gedacht, das dauert auch 3, 4, 5 Jahre, bis sich das einigermaßen etabliert. Aber es ist in Gmunden eine Community, die Informationen sehr breit hinausbringt. Und daher ist es wirklich so, ich erfahre das ja immer wieder auch vom Alexander Köck, wie er sagt, also, ja, das war der da und der war da. Also die Leute kommen wirklich her, weil sie wissen, aha, da kann ich herkommen. Da ist immer offen. Sehr praktisch, dass das irgendwie, dass es auch mit den Geschäftsöffnungszeiten, also der Shops unten einhergeht. Und dadurch weiß man, man kann herkommen, man kriegt einen Parkplatz. Also easy going, man geht rauf, es ist kostenlos, was uns wichtig ist. Und die Leute schauen sich das an und für die Gmundner Keramik im besten Fall kaufen sie auch unten noch was ein, was uns allerdings, also was für uns kein Thema ist. Also ja, jetzt habe ich eh schon genug geredet. Also jetzt übernehmt ihr beide das Programm und freue mich schon auf eure Ausführungen. Und ja, Marc ist auch ein Kooperationspartner von uns. Sie finden sie auch also in unseren Flyern. Wir haben uns auch erst kürzlich wieder also mal auch mit der Lili Holle, der Generaldirektorin von Markus, unterhalten. Also auch da ist eine, gut, wir kennen uns sowieso seit Ewigkeiten, aber auch da ist es, gibt es eine Kontinuität auch im Bereich der wissenschaftlichen Forschung, wofür auch die Frau Dr. Schreck steht. Fein. Dankeschön. Auch von mir ein herzliches Willkommen hier zum vierten Talk der Academy of Ceramics und hier in den Räumlichkeiten der Gmundner Keramik. Ich darf Herrn Dr. Reinhard Franz ganz herzlich begrüßen, der heute über die Positionen der Keramik der Moderne zwischen Wien und Oberösterreich sprechen wird. Herr Dr. Franz ist seit 2011 der Kustos der Sammlung Glas und Keramik im MAK, also im Museum für angewandte Kunst in Wien. Zusätzlich gibt er sein breites Fachwissen weiter am Kunsthistorischen Institut der Universität Wien. Und er selbst hat auch in Wien studiert, aber auch in München, Rom, London und Venedig. Genau. Von 2007 bis 2013 war er der Chair des International Committee of Decorative Arts and Design und hat sich zudem in zahlreichen Ausstellungen und Publikationen unter anderem zu Josef Hoffmann, Adolf Loos,
der Firma Goldscheider und 2021 zu dem Keramikkünstler aus Oberösterreich, Franz Josef Altenburg, beschäftigt. Dank dieser Kooperation zwischen dem MAG und der OÖLKG konnte die Ausstellung in Wien und auch hier in Oberösterreich gezeigt werden. Und diese künstlerischen Verbindungen zwischen Wien und Oberösterreich, darum soll es auch heute geben. Und genau, Herr Dr. Franz wird daher zu den Positionen der Keramik der Moderne zwischen Wien und Oberösterreich sprechen. Ich freue mich schon wahnsinnig auf den Vortrag. Danke, dass Sie da sind. Vielen Dank. Lieber Alfred, liebe Veronika Schreck, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung, heute hier vor Ihnen zu sprechen. Ich habe mir gedacht, ich will Sie nicht langweilen mit einem Upfront-Vortrag, sondern wir stehen hier vor Vitrinen, die Ihnen wunderbare Beispiele für diese Beziehungen zwischen Wien und Oberösterreich in der Keramik der Moderne vor Augen führen. Und daher meine Intention, heute Ihnen ein paar Ideen zu dieser Entwicklung der Beziehung in der Keramik zwischen Wien und Oberösterreich nahezubringen. Es war die Initiative wirklich des Museums, in dem ich heute arbeite, des KK Österreichischen Museums für Kunst und Industrie, mit seiner Gründung 1864 Keramik auch wieder auf, sozusagen auf die Landkarte zu setzen, denn aus dem Museum heraus, dem ersten Kunstgräbermuseum auf dem europäischen Kontinent, gegründet nach dem Vorbild des South Kensington Museum, des heutigen Victoria and Albert Museum heraus, entstand die Kunstgräberschule 1867 gegründet, und eines der Materialien, die seit Gründung besonders bearbeitet wurden und besonders gelehrt wurden, war eben die Keramik. Das hängt auch damit zusammen, dass Wien und der Wiener Raum kein Raum ist, in dem die Steinbaukunst eine große Tradition hätte. Es gibt keine Steinbrüche. Seit dem Mittelalter wird mit Keramik, mit Ziegeln dort gebaut, und es war ein ganz klarer, auch durchaus wirtschaftlich bedingter Auftrag an diese Kunstgräberschule, gerade die Keramikausbildung zu unterstützen. Es ging hier darum, neue Entwerfer, Musterzeichner hießen die damals, auszubilden, genauso wie praktische Keramiker. Eine der ersten Initiativen nach der Errichtung der Kunstgräberschule war die Einrichtung von Keramiköfen. Übrigens gibt es diese Öfen noch heute, wenn Sie an den Oskar-Kokoschka-Platz in unsere Schwesterinstitution kommen und dort heute ins Keramikstudio gehen. Es sind noch immer dieselben Öfen, die hier eingebaut wurden. Und diese Idee, die Keramik auch an die Kunst heranzuführen und das Handwerk mit der Kunst zu verbinden, das war auch die Gründungsidee dieser Kunstgräberschule. Und es ist genau diese Schule, die auch die Beziehungen zwischen Oberösterreich und Wien besonders etabliert hat. Denn es gab damals, man würde heute sagen, ein wirklich kluges Designförderprogramm, das durch die sogenannten Fachschulen etabliert wurde. In allen Provinzen der Monarchie wurden sogenannte Fachschulen gebildet und gegründet, um die lokalen Handwerke zu unterstützen. Das war natürlich auch die Tonindustrie, die hier unterstützt wurde. Es gab eine Fachschule für Tonindustrie in Znaim und eine Fachschule für Tonindustrie in Teplitz-Schönau. Und genau diese Schule, nämlich die in Teplitz-Schönau, bringt auch die Verbindung zu Oberösterreich wieder, denn in diese Schule gingen sowohl Franz Schleiß wie auch die Emilie Schleiß in ihrer Ausbildung, und sie kamen damit mit dem Lehrprogramm der Wiener Kunstgewerbeschule in Verbindung, und das führte sie im Weiteren dann auch in die Ausbildung der Wiener Kunstgewerbeschule. Also man kann, weil wir hier vor den Objekten stehen, im Grunde von drei Schritten der Erneuerung der Keramik in Oberösterreich sprechen, die
von Wien aus auch angestoßen wird. Und ich werde dann gleich noch ein bisschen näher darauf eingehen. Der erste Schritt war der Ankauf der Wiener Keramik, dieser von Bertolt Löffler und Michael Powolny gegründeten neuen keramischen Werkstätte, die 1906 gegründet wurde und unter anderem auch für die Wiener Werkstätte arbeitete. 1913 durch Franz Schleiß, durch den Erwerb der Wiener Keramik, übernahm er auch für die Produktion in Monden, die damals noch in der Theatergasse angesiedelt war, die dann erst durch die Errichtung der Mundener Keramik hier auf diesem Gelände in eine größere manufakturmäßige Produktion kam. Durch diesen Erwerb erwarb man auch die Formen, die Michael Powolny und Bertolt Löffler entwickelt hatten. Und sie haben in der Vitrine hinten einige Beispiele für Figuren nach Entwurf von Michael Powolny, Service aus seiner Produktion, die entwickelt hatten. Und sie haben in der Vitrine hinten einige Beispiele für Figuren nach Entwurf von Michael Powolny, Service aus seiner Produktion, die ihnen zeigen, wie diese figuralen, plastischen Arbeiten hier in die Produktion der Gmundner Keramik, der Vereinigten Wiener und Gmundner Keramik, wie sie damals hießen, von Franz Schleiß überging. Der nächste Schritt, der hier wichtig ist zu erwähnen, ist natürlich die Verwendung des Wissens, das sich Franz Schleiß und seine Frau Emilie Schleiß, geborene Siemandl, die er ja auch in der Kunstgewerbeschule in der Ausbildung kennengelernt hatte, sich erworben hatten. Und dafür ist diese sehr schöne Vitrine, die mit Leihgaben aus dem Oberösterreichischen Landesmuseum gefüllt ist, ein gutes Beispiel, wo Sie sehen, wie Emilie Schleiß-Siemandl in ihren Arbeiten, sie war ja selbst Schülerin von Franz Metzner, auch einem Lehrer der an der Wiener Kunstgewerbeschule, sie arbeitet für die Kunstschau Wien 1908 an den Figuren und sie bringt dieses internationale Wissen, die Ausbildung dann auch in ihre Arbeit hier in Oberösterreich ein. Das ist interessant, wenn man sich anschaut, ihre Entwicklung, wie sie auf der einen Seite ganz bewusst mit den Traditionen der oberösterreichischen Keramik, der Gmundner Keramik arbeitet, wie sie barocke Formen, Motive aufgreift, wie sie auf der anderen Seite dann aber auch aus diesen Formen etwas ganz Neues entwickelt. Ich war heute Morgen zum Beispiel wieder in der Stadtkirche in Gmunden, dort haben sie ja die Schutzmantel-Madonna, die sie 1947 formt, wo man sehr gut sieht, wie sie ihre Ideen und die Inspiration, die sie aus der Ausbildung übernommen hat, verbindet mit den ganz lokalen und traditionellen Elementen der oberösterreichischen Keramik. Und das ist eine Infusion, könnte man sagen, in künstlerischer wie auch intellektueller Weise, die sie hier nach Oberösterreich gebracht hat und die diese weitere Entwicklung der oberösterreichischen Keramik gerade hier im Wunderraum besonders inspiriert hat. Der nächste Schritt erfolgt dann, und hier wieder eine Verbindung zwischen Wien und Oberösterreich mit der Gründung der Hallstätter Keramik 1945 durch eine weitere Schülerin der Wiener Kunstgewerbeschule, das ist Gudrun Baudisch-Wittke, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg in Oberösterreich angesiedelt hatte, in Hallstatt, das kleine Gebäude eines direkt am See bezieht und dort ihre Keramikwerkstätte einrichtet. Gudrun Baudisch-Wittke, auch eine Schülerin der Wiener Kunstgewerbeschule, die bei Michael Powolny gelernt hatte, die aber auch durch die Schulung von Hans Adametz gegangen war und die auch für die Wiener Werkstätte gearbeitet hat.
über 160 Objekte nach ihrem Entwurf entstehen für die Wiener Werkstätte. Und durch ihre Ansiedlung in Oberösterreich entwickelt sie sich zu einem, man kann fast sagen, Kristallisationspunkt. Und Sie sehen das sehr schön in den Objekten, die Sie hier in den Vitrinen nach ihrem Entwurf sehen, zu einem Kristallisationspunkt für einen nächsten Schritt in der Entwicklung der österreichischen Keramik der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Denn sie wird eigentlich diejenige, die auch dann in der Zusammenarbeit mit der Mundner Keramik ab dem Zeitpunkt, wo Johannes Hohenberg die Mundner Keramik übernimmt und sie bittet, sich auch als künstlerische Entwerferin hier zu betätigen, zu derjenigen, die eine ganz neue Beziehung zur Keramikproduktion in der Mundner Keramikmanufaktur entwickelt. Sie ist wirklich diejenige, kann man sagen, die den Schritt in die ins moderne Keramikdesign tut, was man auch sehr schön zum Beispiel an dieser schönen Service, das Sie hier sehen, zeigen kann. Gudrun Baudisch wird auch die Initiatorin dieses, kann man sagen, wohl wichtigsten Designprojektes, das sich ab 1969, also ab dem Zeitpunkt, wo Johannes Hohenberg die Mundner Keramik übernimmt, als Spiritus Rector annimmt. Das ist die Gründung der sogenannten Gruppe H. Das sind also die Keramiker, die mit Gudrun Baudisch sich hier im Keramikstudio, das Johannes Hohenberg in der Produktion von Munden und der Keramik einrichtet, zusammenfinden. Und einer der ganz Großen, die ab 69 hier arbeiten, ist ein Schüler von Gudrun Baudisch, dessen Arbeiten wir hier in den zwei Vitrinen links von mir sehen. Das ist natürlich Franz Josef Altenburg, geboren 1941, der in der Hallstätter Keramik seine Ausbildung durchlaufen hatte, der sich mit Gudrun Baudisch auf den Weg macht, um eine neue Form der modernen Keramik hier zu entwickeln. Immer, das sieht man auch sehr schön an diesen Objekten, die Sie hier sehen, auf der einen Seite ganz stark verankert in der traditionellen Form und Gestaltung, dem Geflammten etwa hier für dieses Objekt, aber auf der anderen Seite auch wird dieses traditionelle Wissen um die Keramikgestaltung in Gmunden verwendet, um auf dieser Basis zu neuen Formen zu kommen, zu einem neuen Keramikdesign zu kommen. Und das sind die Dinge, die dann auch äußerst erfolgreich sich in internationalen Ausstellungen präsentieren, die mit Preisen bei Handwerksmessen ausgebreitet werden, aber die auch, und das ist der wichtige Aspekt, in einen neuen Stil der Kunstkeramik führen. Und um da vielleicht wieder anzuknüpfen, was du gesagt hast, Alfred, im Grunde, was ihr jetzt macht mit den Zahn, ist ein Schritt, den die Wiener Moderne er auch gemacht hat, nämlich dieser Weg zurück an die Inspiration aus der Natur heraus. Bei Gudrun Baudisch, bei Franz Josef Altenburg ist es auch diese Auseinandersetzung mit dem, was ist um mich herum, was ist um mich herum in der Keramik, was ist die Natur um mich herum. Und das sind die Dinge, die hier wieder zu nächsten Schritten, zu neuen Formen führen, die zu diesen ganz einfachen Objekten, die man etwa in der nächsten Vitrine sieht. Wir haben einige auch in der Franz Josef gewidmeten Ausstellung 2021 davon zeigen können, die zeigen, wie wichtig es ist, eine Verbindung einzugehen zwischen künstlerischem Entwurf, Inspiration aus dem Künstlerischen und manufakturmäßiger Fertigung. Das eine braucht das andere. Der Kunsthandwerker, der Künstler dann auch
Franz Josef Altenburg hat ganz bewusst bis zu seinem Ausstieg 1993 hier auch im Keramikatelier weitergearbeitet und sich auch mit der ständigen Produktion auseinandergesetzt. Also für mich als jemand, der in einem Museum für angewandte Kunst arbeitet, auch ein ganz wichtiger Schritt. Wir müssen uns immer, und das ist, glaube ich, wichtig auch für heutige Keramikerinnen und Keramiker bewusst werden, Keramik bedingt natürlich auch eine Auseinandersetzung mit der Technik, mit dem Handwerklichen, die aber auch wieder Inspiration geben kann. Und das sieht man sehr schön an den Objekten, die hier ausgewählt wurden aus dem Archiv der Gmundner Keramik. Und das würde ich auch sehr betonen wollen. Das sind Inspirationsquellen auch für Keramikerinnen und Keramiker von heute, die sich mit diesen Objekten auseinandersetzen können und hier auch in diesem experimentellen Zugang zur Glasur, zur Form, zur Einfachheit ganz neue Lösungen finden können. Wir sehen es hier auch hier umgeben von den ersten Ergebnissen der ersten Gmunden Academy, dass dieser Geist der Auseinandersetzung mit dem der künstlerischen Inspiration aus dem Material Ton heraus nach wie vor wirkt und dass hier ein offensichtlich, und das ist sehr zu begrüßen, wieder dieser Geist eingezogen ist, den schon Josef August Lux betont hat in einem Artikel. Ich habe ein bisschen in meinem Archiv geblättert, bevor ich hergekommen bin. Und Josef August Lux schreibt schon in einer Publikation Gmunden und der Traumsee vom Jahr 1918 folgende, ich zitiere kurz, zur Arbeit der Gmundner kunstkeramischen Werkstätten. Er schreibt, die Gmundner künstlerkeramischen Werkstätten, GmbH Gmundentraun-Leiten, die durch ihren Export ins Ausland einen wertvollen Aktivposten in unserer Handelsbilanz darstellen kann, ist nach wechselvollem Schicksal nunmehr in sichere Hände gelangt und ist daher zu hoffen, dass die Gmundner Keramik den Ruf Gmundens und damit auch dem Österreichs weiter gute Dienste leisten wird. Ich glaube, das kann man nur unterstreichen. Wir hoffen, dass auf diesem Wege, den Gmunden jetzt eingeschlagen hat, der eben auch wieder ein künstlerischer Weg ist, sehr viel in dieser Richtung weiter passieren wird. Vielen Dank. Die Frau Rückert kommt dann auch gleich, aber ich möchte ein paar Menschen noch als erwähnen, die für die Keramik wichtig sind. Also zum einen die Frau Fürthbauer, die sozusagen also eine, ja, eine Gründungsfigur ist oder also eine Identifikationsfigur ist, also für künstlerische Keramik in Gmunden, die so auch immer ein steter Gast ist, also unsere Veranstaltungen. Also vielen Dank fürs Kommen und auch für die Unterstützung der Stadt Gmunden. Ich möchte mich bedanken, natürlich auch selbstverständlich, also meine Kolleginnen, die haben Sie ja schon kennengelernt, also die Frau Rückert wichtig, die sie heute ein bisschen im Hintergrund hält, aber sie kommt jetzt eigentlich gleich, die für das Gesamtprogramm der Akademie für Keramik verantwortlich zeichnet. Dann natürlich Ernst Grabner als eine Gmundner Fayence-Legende, der vielleicht auch nur zu erwähnen, also wir beraten ihn gerade bei der Einrichtung seines privaten Museums. Also seine Absicht ist ja, seine Sammlung öffentlich zu zeigen. Und das wird er in seinem Privathaus machen, also im Stadthaus, am Stadtplatz. Und da sind wir jetzt gerade also in der finalen Abstimmung. Also wenn alles gut geht, gehen wir davon aus, dass es im Sommer das also bereits zu sehen ist. Ich weiß, wenn es auch dir geht, dann schon gestern. Aber ich hoffe es noch nicht ganz. Wir sind jetzt gerade dabei, so die Vitrine zu zeigen. Das ist ein bisschen eine raffinierte Geschichte, nicht? Also weil alle Objekte, die glänzen und Fayence glänzt ja halt auch. Das verspielt das Licht, hat einfach eine große Rolle. Und darum ist es also ein bisschen eine Challenge. Ich glaube, das wird sehr, sehr spannend. Also das, was ich jetzt gesehen habe bereits, also ich kann sagen, das ist etwas Außergewöhnliches. Die Idee ist auch, das wirklich als Privatmuseum zu zeigen. Das ist uns wichtig. Das ist kein Museum, sondern es ist eine Privatsammlung, die halt sehr ansprechend ansehlich gemacht wird. Das ist uns wichtig, dass man auch dann reingeht, dann wird man merken,
Und ich hoffe, dass uns das gelingt, dass man merkt, das ist die Sammlung eines Privaten. Das ist etwas ganz Besonderes, finde ich. Ja, und ich weiß, also du rufst mir auch immer wieder an. Also ich glaube, jetzt hast du vor kurzem hast du wieder irgendwie etwas, ein besonderes Stück gekauft. Wir haben ganz am Anfang die Illusion gehabt, oder ich habe mit der Illusion hingegeben, dass wir vielleicht auch für unsere Sammlung das eine oder andere herausragende Stück erwerben können. Das habe ich jetzt abgeschminkt, das ist vorbei, weil es hat keinen Sinn, gegen einen Herrn Grabner zu bieten, weil der sowieso omnipräsent ist, also in dieser kleinen Szene, aber da kennt er natürlich alles und in erster Linie ist es halt so. Und ich sage immer, du hast es dann geschafft, also ein Beispiel immer vom Professor Leopold, also dem Gründer des Leopold-Museums, den ich sehr geschätzt habe, sehr gut gekannt habe, auch, ich glaube, dass ich auch sagen kann, dass wir befreundet waren. Und der hat es halt insofern geschafft, auch als Museum, als Privatmann, dass jede Schiele Zeichnung, die weltweit aufgetaucht ist, ist zu ihm gekommen. Nämlich nicht ins Museum, sondern zu ihm. Und das passiert halt auch leider hier im Bereich der Gmundner Fayencen. Das ist nicht so, dass die Leute zu uns ins Museum kommen und sagen, ich habe hier ein ganz herausragendes Werk, sondern sie kommen zum Herrn Grabner. Was es natürlich unglaublich schwierig macht, dann am Markt hier so einzukaufen. Ich hatte das, wir haben eine sehr gute Kooperation. Wir haben auch vor, seine Sammlung zu digitalisieren. Das ist die Überlegung. Also eigentlich haben wir das ja schon vereinbart. Das heißt, also unsere Expertin, die Frau Dr. Schreck, also wird sich also mit seiner, setzt sich ja bereits sehr intensiv mit seiner Sammlung auseinander. Das heißt, die Überlegung ist, diese Sammlung wirklich zu digitalisieren, vor der Rückseite, Unterseite etc. Das ist alles, was irgendwie notwendig ist, um das Ganze dann in eine Datenbank einzuspeisen. Und das Ziel ist, dass es wirklich, dass es eine Datenbank gibt und da ist also auch alles drin, dass es nicht nur seines, also die Sammlung König, die Sammlung Grabner, seine Sammlung am Ende, sondern auch, also wir werden in diese Datenbank auch unsere Gefäße einspeichern. Wir haben ein paar sehr interessante Sachen, die wir zeigen machen und dann haben wir auch natürlich die Privaten, die haben dann die Möglichkeit, sicher, also es wird so ein System sein, so ähnlich wie vielleicht also Wikipedia, dass es auch also von außen können, also Beiträge erstellt werden. Die werden zwar von uns lektoriert, aber dann haben wir die Möglichkeit, dann wirklich also eine Datenbank zu schaffen, in der, das wird sicherlich auch meine drin, das ist die, allein schon, wenn es ein Bestand drin ist, dann ist es die wichtigste Datenbank, also für Gmundner Fayencen. Und wir tragen halt auch dazu bei, dass diese Gmundner auch diese Kultur, und am Ende geht es um eine Kultur, die diese Region so ganz also besonders macht, dass das auch einfach präsent ist und jederzeit abrufbar ist. Dann bedanke ich mich noch, also ich sehe jetzt da einige bekannte Gesichter, kann es jeden bekannt. Aber was mir noch wichtig ist, die Frau Putschek ist die Tochter vom Altenburg. Und also wir haben ja auch im vergangenen Jahr gemeinsam mit dem Markus ein wunderschönes Projekt gemacht, das eben das Schöne ist, dass es also ihr Vater noch also erleben konnte. Und das, was uns besonders, was wir besonders schön finden, es ist ein Zufall, dass wir also im Zusammenhang mit den KünstlerInnen, die sich für dieses Residenzprogramm bewerben, immer wieder KünstlerInnen dabei sind, die sein Werk referenzieren. Und das kommt eigentlich erst jetzt raus. Nicht? Weil zum Beispiel auch diese Arbeit von Ben Orke, das ist diese Pyramide im Hintergrund, diese Ziegelrute, das ist ein Werk, das ist ein Ben Orke, das ist ein südafrikanischer Künstler, der aus dem vergangenen Sommer da war. Der hat sich mit dem Werk vom Altenburg beschäftigt und kein Mensch hat gewusst, dass er plötzlich aus einem Werk macht, also mit dem er auf das Schaffen von Altenburg referenziert. Und diese Arbeit, also wir haben die Arbeit erworben, dann komme ich zu einer letzten Person, die so wichtig ist, das ist meine Co-Geschäftsführerin, die Isolde Berndl, weil also ich bin ja sozusagen der wissenschaftliche Leiter, ich tue mir relativ leicht, aber es braucht immerhin, der bezahlt und der das auch akzeptiert, dass man manches Mal ein bisschen planlos unterwegs ist, scheinbar planlos unterwegs ist. Da habe ich mit dir den besten Partner oder die beste Partnerin gefunden, die es überhaupt noch gibt und dass das alles irgendwie möglich ist, ist es auch ihr zu verdanken und natürlich auch genauso dem Markus Friesacher, der von der anderen Seite namhaften Betrag also permanent auch in die Hand nimmt, um diese Projekte, die wir hier realisieren, auch umsetzen zu können. Und natürlich auch danke noch an den Alexander Köck, den die meisten hier ohne das kennen. Also Keramik, das kann ich sagen, also er hat ein Video erfüllt fast jeden Tag. Und also das ist wirklich bei uns ein wesentlicher Werkstoff, der uns sicherlich, und wir haben das gesagt einmal für uns, also die nächsten 5 Jahre begleiten wird. Wir wollen aus Oberösterreich wieder ein Keramikland machen. Weil es ist ein Keramikland, das war ja einer, also das zeigt sich auch. Ja. Auch wenn es da eine Grenze zwischenzeitlich gibt, die es damals also nicht gegeben hat. Aber da ist noch so viel an Potenzial da und natürlich ist es Gmunden, ist es einfach also ein Nährboden dafür. Und das ist ein Grund, warum wir uns einfach so auch intensiv also engagieren hier,
auch in Kunden. Wir machen jetzt, also die Kollegin Schreck, also macht das jetzt, also heuer im Herbst haben wir das, sind noch baulich soweit. Wir haben eine Ausstellung machen über die Kunden der Keramik, von der Frühzeit weg bis also in die Gegenwart. Also das ist etwas, was für uns also auch unpräsent ist. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass Sie gekommen sind. Und wir werden so weitermachen. Ich glaube, also wann haben wir die nächste Veranstaltung, Frau Rückert? Sie kündigen dieses an, nämlich an. Ach so, ja. Einsatz. Einsatz. Weil das ist eine ganz spannende Veranstaltung, die wir machen, die auch der Ernst Grabner wieder eine Rolle spielt. Ja, ich darf jetzt nur übernehmen. Also die Veranstaltung, die nächste ist am 28.02. Das ist einfach wichtig. Und es gibt die Möglichkeit, wahrscheinlich auch für Sie, interessant, sozusagen sein Lieblingsstück von den Spezialisten, eben den Herrn Grabner und vor allem auch von der Frau Dr. Schreck, begutachten zu lassen. Das heißt, das ist etwas, was in der Gmundner Keramik schon stattgefunden hat und wo auch wirklich ein Bedürfnis da ist. Also das ist natürlich auch etwas, was uns interessiert als Institution. Wir setzen auch da an, wo ein Bedürfnis ist. Dass Sie heute hier sind, das ist uns halt wirklich eine große Ehre. Also Sie sind tatsächlich der Spezialist für Keramik, künstlerische Keramik, angewandte Keramik, weil da gibt es ja immer sozusagen unterschiedliche Ansätze in der Zeit, in der Geschichte. Und was unser Projekt schafft, ist, das wieder zusammenzubringen. Und ich glaube, das ich hoffe, wir werden diesen künstlerischen Austausch, den es über Jahrzehnte gegeben hat zwischen Oberösterreich und Wien, wieder das wäre ein großes Anliegen. Anstoßen. Und dafür stehen ja Sie auch mit Ihren Initiativen. Weil es gibt nicht so viel, was sich mit Keramik beschäftigt. Da muss man schon sozusagen gemeinsam arbeiten. Wir möchten Ihnen auch jetzt noch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen, wenn der Herr Dr. Franz schon da ist. Ich möchte mal beginnen, weil wir haben uns ja schon ausgetauscht. Total spannend. Es gibt zwar auch so einen zeitlichen Bruch. Also wir sind hier sozusagen 19. Jahrhundert im Übergang zur Moderne. Dann wirklich hier Gudrun Baude-Schwittke, so ein Übergang. Aber wo hört denn die Kunstgeschichte quasi auf? Also die Kunstgeschichte hört gar nicht auf. Was wäre auch zu tun? Hört gar nicht auf. Ich habe, wenn Sie es interessiert, vorletztes Jahr mit meiner Coco Torrenda-Richestorre-Lichtenstein eine Ausstellung im Schloss Holeneck gemacht, die hieß Earth and Fire, wo wir uns mit ganz modernen Positionen der Künstlerkeramik auch beschäftigt haben. Und da sind natürlich auch Themen wie 3D-Druck ein Thema. Es gibt ganz, ganz markante Ansätze in Österreich von Keramikern, wie ich nenne zum Beispiel nur den Eric Hobsby, der aus einer ganz basalen Art und Weise mit Ton umgeht. Der geht wirklich, wo er gerade arbeitet, hin, gräbt die Erde auf und arbeitet mit dem, was er vor Ort findet. Und das sind natürlich wieder ganz ursprüngliche Ansätze des Umgangs mit dem Keramischen. Also ich sehe da überhaupt keinen Stillstand, sondern das ist etwas, was wir natürlich laufend beobachten müssen. Das machen Sie ja auch hier mit Ihrer Initiative. Man muss sich mit den neuen Ansätzen auseinandersetzen. Und was man auch feststellen kann, und ich nehme an, Sie stellen das genauso fest, es gibt ein unglaubliches Bedürfnis nach dem Keramischen, nach dem Haptischen, weil wir eine Gesellschaft sind, die hyperdigitalisiert ist, sage ich einmal. Und das hat sich gerade auch jetzt in der hoffentlich hinter uns gebrachten Pandemie gezeigt. Plötzlich haben alle angefangen zu töpfern. Und das bringt natürlich auch unheimlich viel Kitsch hervor, aber es zeigt, dass wir, glaube ich, und Sie auch hier sicher auf dem richtigen Weg sind, sich mit diesem Material auseinanderzusetzen. Denn das ist ein menschliches Urbedürfnis, sich mit diesem Material auch auszudrücken. Ja, gerne Ihre Fragen. nicht verängstigt. Ja, ich bitte als Person nur zu sagen, da hinten sitzt die letzte Schülerin der Keramikmalerei Schleiß, die Frau Bergthaler, die auch noch mit der Baudisch und so weiter. Ja, ja, ja. Ja, ich weiß nicht.
die sind ganz anonym. Das ist, glaube ich, auch so wichtig. Wir als Österreicher, wir müssen stolz auf unsere regionalen Initiativen sein. Denn Moderne entsteht genauso in der Region. Das entsteht nicht nur im, da sage ich auch Asche auf mein Haupt, das Wiener. Das ist etwas, was nur im Austausch entsteht. Und, oder eben Franz Josefs Arbeiten in Aspetting, das war etwas, man braucht, vielleicht braucht man ein bisschen die Inspiration, aber die kann man sich holen und dann braucht man den Ort, wo das entstehen kann. Und wie man sieht, bis heute Oberösterreich ist ein sehr, sehr guter Ort, um inspiriert moderne Keramik zu schaffen. Das muss man sagen, ja. Es ist ja auch sozusagen die letzte akademische Ausbildungsstätte, Gott sei Dank noch in der Landeshauptstadt. Ja. Für plastische Konzeption Keramik, wo eben die Linda Luse studiert hat. Das sind natürlich jetzt alles Kräfte, die wir versuchen zu bündeln. Ja. Kunstgeschichte hört nie auf, aber man muss sie aufarbeiten. Vielleicht ist das die ständige Aufgabe, die wir uns aussetzen müssen. Das ist toll. Im Museum, wie man auch am Franz Josef sieht, das ist ja auch lebendiges Material. Museale Objekte sind kein totes Material, sondern wenn man das den Richtigen findet, dann ist das Inspirationsmaterial. Und es ist immer wichtig, sich klar zu werden, woher kommt man, wer keine Vergangenheit hat, wird auch keine Zukunft. Ja, es ist auch schön, dass es eben auch von der Kulturhauptstadt Kolleginnen da, die Tatsächmeister, die Artist in Residency dort betreut. Unser nächstes Projekt ist eben so ein Aufarbeitungsprojekt, weil eben die Gudrun Baude-Schwiedke auch so ein Kristallisationspunkt ist, so wie Sie es beschrieben haben. Das heißt, das ist durchaus wichtig und ich glaube, das stärkt uns auch alle in unserer Identität, wenn es dann gemeinsame Bemühungen gibt, um das wirklich auch zu bündeln und auch wertzuschätzen, was hier entstanden ist. Genau, ich habe dieses Projekt vorgeschlagen und ich finde, das ist eine ganz wichtige Position, weil sie uns wieder zeigt, es ist möglich, diese Brücke zu schlagen und aus der Tradition heraus etwas Zukunftsträchtiges zu entwickeln. Und das wünsche ich auch den Initiativen der Oberösterreichischen Landeskultur GmbH und Mundmann, glaube ich. Ja. Kollege hat vorgeschlagen, also ein Projekt, das sie für Salzkammergut 2024 zu machen, also über die Baudisch, also eine wissenschaftliche Aufarbeitung. Ein Teilnachlass von der Baudisch ist ja im MAC, also in Wien. Wir haben also auch einen Teil in unserer Sammlung und die Überlegung war einfach, dass wir gemeinsam ein Projekt machen. Es ist ein wissenschaftliches, einerseits ein Forschungsprojekt auf der einen Seite, um das Werk von ihr aufzuarbeiten, auf der anderen Seite aber auch ein Ausstellungsprojekt, das wir also in Mutten, nicht Mutten, also sondern in Badischl, realisieren wollen, also im Jahr 2024. Gibt es noch, also einiges abzuklären. Ja, wir beide oder wir alle miteinander sind uns klar, aber da gibt es noch einfach ein paar auch finanzielle Details zu klären. Über die Hürden, die müssen wir noch irgendwie nehmen, wenn wir die geschafft haben und auch einen Ort gefunden haben, dann wird es also 24 stattfinden. Die Uhr ist nur das. Das stimmt, wir laufen ein bisschen zu weit vom Aus in unserem Enthusiasmus, das wäre zu schaffen, aber es ist zumindest der gemeinsame Wille da. Also, wenn Sie es gesehen haben, die Ausstellungen jetzt von Franz Josef Altenburg, das war schon wirklich sensationell. Das auch in der Form zu sehen und auch die Publikation ist wirklich, wirklich großartig. Die war eben so inspirierend für den Ben Orkin und natürlich auch eben dann mit dem Fotografen zu arbeiten, der das auch alles porträtiert hat. Also das muss man einfach sagen, das sind dann doch einzelne Begegnungen. So, bitteschön. Was mich interessiert ist, ist der Anteil an Frauen in der Keramikkunst nicht größer? Ist in der Also es gibt jedenfalls einen großen Anteil. Also wir haben ja gerade im MAC vor 4 Jahren die Ausstellung Frauen der Wiener Werkstätte gemacht. Und gerade die Keramikklasse war natürlich ein Ort, wo ganz bewusst auch wirklich, ich sage mal, starke Frauen sich in der Schule von Michael Koroni gefunden haben, die dann Positionen besetzt haben. Das ist auch ein Thema, das wir in den nächsten Jahren auch im MAC verstärkt verfolgen wollen. Und da passt natürlich gerade auch die Gudrun Baude-Schwiedke rein, weil ohne jetzt, man muss sie einfach in ihrer Position wahrnehmen, dass sie eigentlich diejenige war, die der Motor war hinter dieser
Entwicklung der Gruppe H, die wirklich auch österreichische Keramik ins moderne Keramikdesign geführt hat. Das ist eine ganz große Leistung, die sie vollbracht hat und die man zu würdigen wissen muss. Ja, also zweifellos. Aber ich würde jetzt nicht sagen, es ist eine, da gibt es dann auch immer die Gefahr, dass dann gesagt wird, ja, das ist ein weibliches Material. Und das ist ja auch so eine, ein Klischee, das sich markant hält. Der Franz Josef hat gezeigt, dass das ist auch, das ist auch das gar nicht sein kann. Ja, das ist, es ist ein Urmaterial, mit dem sich der Mensch seit er auf zwei Beinen geht, auseinandersetzt, würde ich sagen, mit dem wir uns immer wieder auch beschäftigen. Ja, Sie haben jetzt zweimal in Ihrem Vortrag die Gruppe H erwähnt. Ja. Könnten Sie da nochmal kurz eruieren, was genau dahinter steckt, was es bedeutet? Ja. Das H wie Hallstatt einfach? Oder was? Das ist das H wie Hohenberg und H wie Hallstatt. Also das ist die Gruppe von Keramikern, die sich zusammenfindet, die in dem von Johannes Hohenberg, der die Munde Keramik übernommen hat, 1969 in dem von ihm gegründeten Keramikstudio zusammengefunden hat. Wenn Sie es interessiert, das ist gerade im Kammerhofmuseum die Ausstellung der Sammlung, der Gruppe H-Sammlung, die Gemeinde Gmunden gekauft hat. Und es gibt eine Publikation dazu, die René Edenhofer zusammengestaltet. Das ist ja seine Sammlung und ich habe dazu das Vorwort geschrieben. Das ist wirklich in meinen Augen der Beginn der modernen Designkeramik in Österreich, die Wirkung bis heute hat. Also zu der Gruppe gehört eben Franz Josef Altenburg, aber gehören eigentlich alle Keramiker, die sich hier im Keramikstudio bis in die 90er Jahre auch mit der Kunstkeramik beschäftigt haben und eben auch immer auf dieser Linie gegangen sind zwischen Kunst, angewandter Kunst, Handwerk. Das ist die spannende Linie, auf der das vorangeht und die für uns heutzutage wieder ganz, ganz wichtig ist. Ja, bist du wirklich Designer, muss man auch sagen, weil das ist ja auch eine jüngere Entwicklung, dass quasi Architekten oder so, wie der Sinn, der teilnimmt und teilhabt. Viel ist eigentlich noch bei euch noch, ich muss mal sagen, wirklich klassisch, also Designklassiker, die teilweise ausschauen wie, also, ja, unglaublich. Also sozusagen bei Keramik ist ja auch sozusagen kein ganz dünner Werkstoff. Also ich glaube, männlich, weiblich, Geschlechter, Keramik machen ist einfach extrem arbeitsintensiv und zeitintensiv, also wie kaum ein anderes Material, das muss man auch sagen. Und hat dann eben diese Form von Zerbrechlichkeit einerseits und andererseits diese unglaubliche Haltbarkeit, weil sonst hätten wir nicht bis zurück in der Archäologie die Keramik immer noch als quasi das Material, das uns bleibt. Abgesehen sozusagen von organischen. Also aus der Hallstattzeit. Genau, von unseren organischen Überresten. Ja. Bitte schön. Ich habe da einen wichtigen, was ich für mein Leben von Keramik gelernt habe. Man muss zuerst überlegen, was man tut und die Wirkung einplanen nach dem Brand. Mhm. Es schaut vorher ganz anders aus. Aber ich muss schon vorher wissen, was passiert, wenn ich den Schritt setze. Und das hat mich mein ganzes Leben begleitet. Und zu zwingen dann das Material und die Technik. Genau, das ist gut so. Das haben wir das gelernt. Dass die Schrumpfung ist oder die Farbe. Die Glasur, das schaut im ungebrannten Zustand total anders aus. Und vorher muss ich wissen, was passiert, wenn ich den Pinsel oder die Farbe. Das ist nicht nur eine Übung. Sozusagen. Übung, Konzentration, Vorstellungskraft. Was passiert, wenn ich jetzt den Schritt setze? Er ist nicht korrigierbar. Wir haben große Teller bemalt und ein Griff in die falsche Farbe war Ausschuss. Man hat sich zuerst überlegen müssen. Und die Trude Schleiß war meine große Lehrmeisterin.
Dann die Waltraud Setz von der Gruppe her. Mhm. Wunderbarer, traumhafter Beruf. Mhm. Danke. Ja, sehr schön. Danke vielmals noch für diesen Input. Ja, wir möchten an dieser Stelle schließen, aber wir sind ja eh eine überschaubare Gruppe. Wir freuen uns wahnsinnig, dass Sie da waren, weil wir doch eine relativ exklusive Gruppe waren, muss man auch sagen. Und Munder Keramik hat für uns draußen noch ein bisschen was hergerichtet. Danke vielmals. Genau, da kann man sich ja noch ein bisschen weiter unterhalten. Gell? Danke für die Einladung nochmal und danke für Ihr Interesse.